Hallo und willkommen zurück bei Risen 3 hier im Dorf der Gnome. Wir haben zwei Trophäen, die wir hier zurückbringen können. Was hältst du hiervon? Dieses Zepter ist das Aurikulki von Osi. Mit ihm konnte er die Mächte des Himmels und der Erde heraufbeschwören. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn die Kobolde seine wahre Macht erkannt hätten. Ist das ein Aurikulki? Ja, diese Pistole gehörte einst dem altehrwürdigen Sudi. Sie ist ein Zeichen von Macht und Durchsetzungskraft. Gott gemacht, Homie. Ja, die hat die bestimmt aber auch zum Hämmern benutzt. So, hier lang, hier runter. Die große Reise. Die große Reise. Hä? Brauche ich noch welche? Nee. Weltenseher. Brauchen nur noch einen. Eigentlich. Eigentlich brauche ich nur noch einen. So, wir füllen mal kurz unser Leben noch auf. Ja, schauen wir mal. Ach so, da ist da der... Hier der Vermisste. Hier an der Stelle, wo es markiert ist. Ah, hier ist er. Er hat einen Brief dabei. Ich sollte ihn mir mal genauer anschauen. Vielleicht steht etwas Brauchbares drin. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie hießen das jetzt. Dinge befinden sich in Baumfresserlage in der Nähe. Ganz wichtig. Kahn gesagt, erwischen lassen. Ja, 5, 11, 3. Nicht sterben. Dingi zurück zu Kahn bringen. Ja, ja. Das haben wir ja. Haben wir erledigt. Ja, und hier der Schamane scheint echt nicht mehr hier vorne rumzutonen. Eventuell sind jetzt tatsächlich alle im Dorf, also die, die wir zurückgebracht haben, die Aurikulki. Und dann können wir vielleicht später noch hier aufräumen. So, Ulvi. Wer schnarcht denn hier so laut? Hier ist doch sonst keiner. So, das ist mein Ruderboot. Da unten. Da hinten stackst noch ein Leviathan rum. Wie komme ich ungesehen in das nördliche Koboldlager? Ulvi glaubt, beste Idee wäre es, um den Felsen neben dem Lager herumzuschwimmen, um sich dann von hinten in das Lager reinzuschleichen. Was ist jetzt mit dem nördlichen Koboldlager? Homi sollte besser erst ungesehen das besondere Dingi aus dem Lager holen und zu Kahn bringen. Dann ist es sicher, die Kobolde zu töten. Hab ich mir ja schon gedacht. So, hier... rumschwimmen. Ja. Huch. So, und hier werde ich auch wieder den Affentrick hier verwenden. Lup. Deswegen, wozu haben wir den denn sonst? So.
Haben wir eingesackt. Wir schauen uns nochmal kurz um. Das Entermesser nehmen wir auch mit. Blup. Jep. So, das heißt, wir haben alles. Wir können abgeben. Wegen der Aurikulti. Und vielleicht müssen wir dann hier alles vernichten. Was ist mit diesem Ding? Das, mein Freund, ist Weltenseher, das Glas der Gläser. Mit ihm war es dem Schamanen Nodi möglich, ferne Länder aus der Nähe zu betrachten. So wusste er stets, was die Zukunft ihm bringen mochte. Mhm. Du hast nun alle Aurikulkis gefunden. Ja. Ich werde sie reinigen und bald wieder an ihren angedachten Ort bringen. Nimm dies als Dank für deinen großen Dienst. Jetzt muss nur noch der Koboldkönig besiegt werden. Und auf unserer Insel kann endlich wieder Frieden einkehren. Wenn es nicht zu viel verlangt ist, bitte ich dich, Ulvi aufzusuchen. Er wollte dich sprechen. Okay. Ulvi. Ulvi war der im Norden. Ne? Ja. Von da, wo wir kamen. Gut, dann gehen wir mal zu Ulvi. Und dann müssen wir den König noch umnieten. Okay, jetzt sind wir, glaube ich, hier falsch, oder? Den Ulvi war da unten. Wo sind wir denn jetzt hier? Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Oder sind wir hier, wo der andere Gnom vermisst ist? Der sollte doch auch hier irgendwo. Auf einem Berg am Strand sitzen, eventuell. Oder halt im Dorf. Hier sind auf jeden Fall noch jede Menge Krabbenviecher. Oh. Eine Höhle. Ratte. Ratten werden auch weiterhin hier getilgt. So, da ist ein Äffchen. Auch wenn wir hier schon die ganze Zeit Affen-Action haben. Wenn wir hier so einen kleinen Freund sehen, dann gehen wir doch mal auch hier gucken. Mal viel zu holen ist hier nicht. Ja doch, es geht. Ein Ring, ein Fisch, noch Gold und noch mehr Gold. Und überhaupt. Da nimmt das auch noch mit. Das haben wir auch. Noch irgendwas? Nö. Upp. Okay. Zurück. Jep. Du siehst mir nicht nach Gno aus. Hey, Backpfeifengesicht. Hä? Hey, Arschloch. Hey, Arschloch. Da fletscht aber einer die Milchzähne. Respekt. Was ist dein Problem? Mir passt deine Visage nicht. Also such dir einen anderen Platz zum Rasten. Der hier ist belegt. Wird jeder von dir so herzlich begrüßt? Nein, die anderen habe ich von der Klippe getreten. Zufrieden? Nö. Dann hör gut zu. Wer mir dumm kommt, bereut es ganz schnell wieder. Mhm. Kapiert? Ja, ich habe kapiert, dass du ein Idiot bist. Okay, du willst also ein Tänzchen wagen. Yep. Verstehe. Zu schade um dein Gesicht. Aber mit der großen Fresse macht man sich keine Freunde. Na, schauen wir mal. Ich hoffe, du hast deine Grube schon ausgehoben. Das war dein letzter Fehler, Großmaul. Dich schnapp ich mir! Ja, kämpfe!
Aha, so ein Sklavenhändler. Dovi! Pronto, Homi, vor! Was? Dovi, Vico! Ara, nix, Kampa! Homi, helpo? Ja, ja, ich hab dir ja geholfen. Malik schickt mich. Was? Malik. Dein Matar oder was auch immer er für dich ist. Was? Das führt zu nichts. Hä? Du siehst ganz schön unglücklich aus. Dovi, Ara, Cliffo! Me, Freida, Gottsus! Wanna, Lucky, Lucky! Me, Deppa, Cliffo! Wala, Platzo! Ah ja. Mhm. Alles wird gut. Du bist frei. Was? Frei. Du kannst gehen, wohin du willst. Walla Kampa, okay? Ah, du wie Walla Kampa. Jip, jip. Na bitte, geht doch. Genau, geht doch. So, die jungen Herren haben wir definitiv erledigt. Weil die Schuhe nicht mitnehmen. Krok. Also die plündern wir jetzt hier aus. Das ist noch eine Karte, mit der wir aber nichts anfangen können. Truhe, in der bestimmt nichts drin ist. Habe ich mir schon gedacht. Hier irgendwas. Nö, nö, nö. Hier ist noch ein Bett. Aber ansonsten auch nichts. Gut, dann trinken wir noch was. Dann können wir ja hier rausgehen. Okay, dann haben wir den gefunden. Das ist ja schon mal viel wert. Moment, was ist das denn hier? Nee, da ist keine Höhle hinter. Und dann müssen wir nur noch zu dem anderen Gnom am Strand. Der, der uns ja so dringend hier treffen noch will. Oh. Ja, hier müsste es richtig sein. Nee, du bist es nicht. Hier. Die Insel ist auch wirklich sehr, sehr klein. Ah, das ist doch nicht unser Schiff, oder? Hm. Haktu, Homie? Du hast Kahn gebracht. Alle Aurikulkis. Yep. Er ist sicher stolz auf dich. Na, ich weiß nicht. Hat jetzt nicht so viel gesagt dazu. Nicht der Rede wert. Wenn Homi nix kann reden, brauchen Zähne. Ulvi schenken dir Zähne. Ja, das ist ja danke. Klasse. Homi gut, Klopper. Aber Kobolde weitere Lager auf Insel. Ulvi Smilla, wenn Homi helfen. Mhm. Das heißt, ich darf jetzt Kobolde umbringen. Famo. Hier nehmen Fackel und brennen alles nieder. Jetzt nicht übertreiben, Kleiner. Na schön. Koboldplage. So, da müssen wir aber erstmal nachgucken. 14. Ja, Vorposten vertrieben werden. Bla bla. Da, 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 da. Aber nicht da. Bin jetzt gerade etwas verwirrt. Wir machen mal hier einfach mal speichern und töten alles, was hier kommt. Au. Also doch alle. Deswegen, der Schamane ist ja nicht mehr da.
Dann können wir jetzt hier noch plündern, was das Zeug hält. Aber im Prinzip haben wir ja schon alles hier mitgenommen. Muschel. Noch eine. So, den haben wir auch. Und dann ist da das nächste Lager hoffentlich. Ja, deswegen ohne Unterstützung können die ja auch nichts. Vier von 14. So, wo habe ich den jetzt hingekegelt? Mal wieder. Gott weiß wo, oder er hat halt nichts zum Looten dabei. Hier unten irgendwas Cooles. Halt, da war was, oder? Ah ne, das ist nur die Liane zum Hoch- und Runterklettern. Ja. Okay, haben wir das Lager auch ausgeräuchert. Kommt das nächste dran? Ja, hier ist nicht das nächste, aber hier sind halt noch irgendwelche Blübchen. Mistvieh. Wo kommst du denn plötzlich her? Was ist das? Ach so. Nur eine von diesen lustigen Krabben. Ich habe gerade gedacht, was ist das denn hier? Ich habe gedacht, hier wäre irgendwie so ein Kopf, eine Giraffe oder sonst irgendwie was. Seemonster, was hier rumläuft. Ah, da sind noch ein paar Affen. Oder zumindest mal einer. Nee, sind zu zweit, wie immer. Ey! So haben wir doch nicht gewettet. Okay. Ja dann. Haben wir hier am Strand auch ein bisschen aufgeräumt. Zumindest mal hier an dem kleinen Fleckchen da oben. Haben wir ja auch schon. Was wohl wird sein, Melis Aurikulki? Okay, die sagen dann also nichts mehr, selbst wenn wir dann schon die Aurikulki eingesammelt haben. Ah, deswegen gefährlich, weil da Affen hausen. Aber da ist noch einer. Ja, viel aushalten tun sie ja nicht. Aber ich denke mal, das liegt jetzt hier auch am Schwert. Hier war ja sonst auch nichts. Hier haben wir ja auch schon alles weggeräubert. Wir müssen aber noch da runter. Um den Teleporter zu aktivieren. Hep. Diesen hier nämlich. Gerade kurz rundum gucken. Geht doch. Nicht, dass wir wieder irgendwas vergessen.
warten wir den Affen da oben noch einen kurzen Besuch ab. Da war doch eben noch ein Affe. Hier so ein komischer Krallenaffe. Wo ist er denn hin? Ach, da. Okay. Da war noch ein goldenes Zepter. Auch schön. Ja, hier die sind erledigt. Die brauchst du mir eigentlich gar nicht mehr anzuzeigen. Naja, okay. Bevor ich mich jetzt hier ins nächste Lager aufmache, würde ich sagen, mache ich hier an der Stelle Schluss und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Dann räumen wir noch hier die hier das Lager auf und ich glaube, da müsste doch auch dann der Koboldkönig irgendwo stecken. Keine Ahnung. Und dann können wir wieder zurück. Und dann schauen wir mal, was es hier sonst noch so gibt. Hier ist ja noch jede Menge Strand und zumindest mal hier hinten in der Ecke war ja noch einiges, was so kreucht und fleucht. Also, bis dann.